Kinderradl am Sitz anschnallen. Was? Da wird falsch gemessen. Das gibt's nur bei Six Series Line. Watch the gate. Servus Leute, wir sind's wieder nach unglaublichen 2 Monaten. Sind wir wieder back in alter Frische. Das gibt's echt nicht, das genau. Ist der Wahnsinn. Lang haben wir uns nicht mehr gesehen. Wie geht's deinem Schlüsselbein? Ja, dadurch, dass ich mein Schlüsselbein gebrochen habe, war eben die Pause jetzt sehr, sehr lang. Aber jetzt geht's eigentlich echt ganz gut dahin. Ich bin zwar noch nicht 100% Top-Level fit, aber ich kann schon echt ganz gut Trails fahren, mit dem Downhill-Bike ein bisschen fahren. Trial ist noch ein bisschen schwierig, Pumptrack haut auch ganz gut hin. Und ich glaube, genau. Das habe ich jetzt richtig angesprochen, Pumptrack. In 2 Wochen ist der Crankworx in Innsbruck und wir haben uns gedacht, wir machen eine kleine Pumptrack-Challenge. Genau, und dafür haben wir uns ein bisschen was Interessantes überlegt. Und zwar würde ich einfach mich mal kurz 180 Grad umdrehen. Und wir haben da sage und schreibe 4 verschiedene Radeln. Jeder von uns hat 3 unterschiedliche Radeln. Und ich würde sagen, wir stellen die Maschinen kurz genau, vor. Genau, kurzer Bike-Check. Erstes haben wir die ultimative Pumptrack-Maschine, unser P-Slope-Bike ohne Kette. Damit man nicht pedalieren kann. Dann als nächstes haben das wir unser Kinderradl von Game of Kids Bike. Genau, das wird mega interessant, glaube ich. Dann weiter geht's mit Elias seiner Maschine. Und zwar, wir haben uns gesagt, mit dem Downhiller, glaube ich, wäre schon witzig. Und das Geile ist, im Sitzen. Also wir werden uns am Sitz anschnallen. Angurten. Und dann probieren, wer schneller ist. Vor allem mit der Feder wird das echt gescheit spannend. My Downhill Bike, Rosalinde. Ja, im schönen Orange. Und genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, und zu den Regeln. Und zwar, jeder von uns fährt 1 Runde mit dem P-Slope, 1 Runde mit dem Kids-Bike. Die 2 Zeiten werden addiert und die Differenz wird den anderen gut geschrieben im Finale auf den Big Bikes. Genau. Sitzend auf dem Big Bike 1 gegen 1. Also das wird, glaube ich, echt richtig spannend. Genau. Ich bin schon mal gespannt. Wir sind beide gar nicht so die Pumptrack-Fahrer, also wir fahren eigentlich kaum Pumptrack. Deswegen könnte es auch umso spannender werden. Aber wie ihr nicht den Moment vermisst, mit Schere, Stein, Papier zu spielen. Okay. Schere, Stein, Papier! Also Schnick, Schnack, Schnuck. Verdammte. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, verdammt, du kannst nicht. Okay, ich würde sagen, der Fabio startet, ich leg nach. Der Leideln und die ultimative Zeitmaschine haben wir auch mit. Und zwar Marius Neufahr, der war tatsächlich schon mal Gast in einer Royal-Sode. Ich glaube in der 10er. Servus Marius, freut mich, dich dabei zu haben. Er übernimmt die Stoppuhr. Und das Startgate. 3, 2, 1. Go! Oh, schnell! Ui! Ei, ei, ei! Ja, der war so scheiße. Ja, war gut. Und? Hat gepasst. Was haben wir für Zeit? 14:07. Na, da, scheiße, das kackt mir zusammen, vor allem, weil ich echt ein paar Fehler drin gemacht. Ja, aber man muss ehrlich sagen, wir sind ja überhaupt nicht die Pumptrack-Fahrer, eigentlich gar nicht. Und ja, passt, jetzt schauen wir, wie das wird. Noch eine. So, right, Leilen. Mr. Elias am Start, wie schauen wir aus? Ich bin ready. Mario ist ready. Ich bin auch ready. 3, 2, 1, go. Start war echt gut. Haha! 13:73, verdammt! Ja! Verdammt! Sauber! Gut! Yes! Sauber! Leiden! Yes! So, haben wir das schon mal! Das war, ja, das war nicht. So, aber ich würde sagen, 2. Runde geht weiter mit dem Kidsbikes. Okay, let's go! Jetzt wird's interessant, Leiden! Mit dem Kidsradeln! Und ich würde sagen, watch the gate! 3, 2, 1, go! Also mittreten. Boah! Alter, wie. Wow! Alter! 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 Jetzt will das. Guck dir die Zeit an! Was? Schneller als auf dem. Schneller! Als auf dem Snowboard. Schneller als auf dem Dirtrail! Den Reifen fast schon runtergezogen, so geklungen. Ja, scheiße. Ja. Wenn du drehst halt weg und nimmst dadurch halt schon ein bisschen mehr Schwung mit. Ja. Ah, jetzt bist du dran. Boah. Hau mal die Klinge an. Yeah. Jetzt geht's um alles.
Okay, sind wir ready? Ja, sind wir ready. Bereit, ja. Ready? Ja. 3, 2, 1, go! Ah, der Start war ganz okay. Okay, jetzt hat er ein bisschen Schwung verloren. Jetzt bin ich mal gespannt. Es wird knapp, es wird sehr knapp. Ah. Er war wieder schneller. Zehnte. Das gibt's ja nicht. Verdammte! Ich glaub, da wird falsch gemessen. Schiebung! Schiebung! Fabio war verletzt und konnte lang nicht reinfahren. Ja, oder? Na, stark, sauber. Recht so, geil. Aber jetzt bin ich echt gespannt, weil jetzt geht's ins Finale. So, also Elias hat eine halbe Sekunde Vorsprung, aber das bedeutet noch nichts, denn jetzt genau, geht's ins ultimative Finale auf dem Downhiller. Und zwar sitzend angeschnallt. Also einer links, einer rechts. Scherz, Stein, Papier, wer sich die Runde aussucht, oder? Oder der Gewinner darf sich aussuchen. Oder der Gewinner darf sich aussuchen. Veto, Schiedsrichter, Schere, Stein, Papier entscheidet. Schiedsrichter hat gesprochen. Schere, Stein, Papier. Verdammtes. Ja! Kommt das gleich mal raus. Karma is a bitch. Das gibt's nicht. Also, ja. Leider, ich glaube, ja. Ich glaub, ich bin heiß aufs Finale. Ja, ja. Let's do it. Let's go. Zwar, Bikes sind ready. Unsere Bandeln zum Anbinden sind auch ready. Wir haben so gemacht, dass ich jetzt eine Radlänge weiter hinten starte, ist circa eine halbe Sekunde. Und der Gewinner, der als erstes über die Linie fährt, der ist der ultimative Pump Track 6 Series World Champion. Yo, let's go. Yes. Die Kabel verlegen hier. Marius ist ja schon aus wie professioneller Kabelverleger. Ja, was meinst du, was ich nebenher mache? Wer hat denn wieder so eine scheiß Idee gehabt, ha? Alter. Funktioniert! Yes! Also, Patentlösung wäre gefunden. Elias schaut ready aus. Alter. Jetzt muss ich aber noch auf den Startplatz. Alter, was ist das für eine Scheißidee? Jetzt muss nur ich angestrapst werden und dann war's das. Dann geht's los ins große Finale. Wer hat solche Ideen? Das gibt's also nur bei Six Series Line. Rattenschwanz hier noch in den Arsch. Sonst lege ich Einspruch ein, wenn ihr vor B losfahrt. Okay. Okay? Riders ready, watch the gate. Und beide gehen richtig zur gleichen Zeit weg. Und wir haben einen Fehler bei Elias. Fabio pusht hart. Fabio liegt vorne. Es wird spannend. Es sieht so aus, als würde er es machen. Ja, Fabio schafft es. Er schafft es. Er schafft es. Dreht. Und er ist als erster im Ziel. Er dreht das Spiel. In der Nachspielzeit. No. Scheiße. Was hast du da in der Kurve getan, Elias? Alter. Yes! Shit. Yes. Gratuliere. Alter. Leiden. Das ist sowas yes. von gefährlich. Ich bin da in die erste Kurve noch reingefahren und es wollte. Der Federung bounced man immer so raus. Und da ist manchmal besser, man fährt langsamer dafür mit Gefühl und man bounzt nicht raus. Alter, das war jetzt echt mega fast von dir. So, und wie bei jedem Game gibt's wieder eine Siegerehrung. Und ich hab den Preis schon gesehen. Let's go. Kommst du mit? Jetzt bin ich echt gespannt, was er sich für mich wieder überlegt hat. Keine Kosten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal ist das was ganz Besonderes. Die letzten Male, da habe ich mir ja nicht so viel überlegt mit einer Gießkanne und mit dem Holz. Ein goldenen Holz. Diesmal ist es was ganz Spezielles. Ich habe echt lange überlegt, bis ich das gefunden habe. Jetzt werden wir. Also. Heute gibt's für die den blauen Müllsack. Viel Spaß in der Wohnung. Dann kannst du auch in die Wohnung stellen. Den kann ich mir eigentlich sofort umhängen. Und niemand kann es so gut tragen wie du. Ist das geil. Das Gefühl wollte ich immer schon mal vor so einer Kulisse. Ja. Schaut's mal, dreht mal um. Die Leute toben. Wahnsinnig, wie es da rumgeht. Unglaublich. Da ist was los. Ja. Fabio Wittmer, wie fühlt es sich, so einen Rückstand eingefahren zu haben vom unschlagbaren, eigentlich fast unschlagbaren Elias Schwärzler? Und dann das Ganze aufzuholen, wie fühlt sich das an? Ja, ich glaube, das hat wieder mal sehr stark gezeigt, dass man einfach Nerven bewahren muss und dass einfach nichts zu Ende ist, bevor es wirklich zu Ende ist. Danke, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Also, doch nicht so ein guter Pokal. Doch nicht so. Ja, leider war es das vom Video. Wir haben jetzt wieder Pullis im Online-Job.
Also kauft die dicken Pullis. Ja, vor allem jetzt wird es dann wieder richtig kalt und da ist wichtig, dass man warm angezogen ist. Genau, mit guter Qualität. In dem Sinn, danke fürs Anschauen wieder mal. Es war echt spaßig, wieder mal die Seals zu bringen und genau. Jetzt geht es wieder rund. Wird wieder regelmäßige Episoden geben. Ja, jetzt kommt der Sommer wieder, wird wieder lässig. Yes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.